Welt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auch an alle Zuschauer im Internet. Willkommen zu KUK, Kultur und Kohle. Was darf Kultur kosten und vor allem, wer sollte es bezahlen? Wir haben es versucht und uns mit dieser Frage auseinandergesetzt, eben mit Kultur und Kohle. Und wir fragen uns, inwiefern hängen die beiden zusammen und sind sie auch abhängig voneinander? Diese Fragen wollen wir im Verlauf der Sendung beantworten, unter anderem mit den folgenden Beiträgen. Wie sieht Kulturförderung in Berlin aus? Politiker und Künstler äußerten sich zur finanziellen Lage in Berlin. Das Primetime-Theater. Seit mehreren Jahren ist das Independent-Theater ausverkauft, hält sich dennoch nur knapp über Wasser und wird nicht gefördert. Auch die Jugend hat eine Kultur verdient. Nur, wie sieht Jugendkultur in Berlin aus? Das Barbie-Haus im Vergleich mit dem Jugendclub Tube. Gentrifizierung, das Wort 2013. Doch vertreiben reiche Investoren die berühmte Street-Art aus Berlin? Und was kostet eigentlich Street-Art? Berlin ist Kultur, Kultur ist Berlin. Jedes Jahr strömen Millionen von Touristen in die Hauptstadtregion, um eben diese kulturelle Vielfalt zu erleben. Doch wie lange bleibt diese Vielfalt noch bestehen? Das hängt von vielen Faktoren ab. Die Gelder sind knapp und wir fragen uns, wie lange dieser Reichtum an Kunst und Kultur noch zu erhalten ist. Berlin, eine der vielfältigsten Kulturlandschaften Europas und Anziehungspunkt für Künstler und Kulturschaffende aus der ganzen Welt. Diese Anziehungskraft stellt auch einen wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Stadt dar. Jedes Jahr kommen Millionen von Touristen nach Berlin, um Museen, Theater, Streetart und Musikkultur sowie die damit verbundene Atmosphäre zu erleben. 75% der Berlin-Besucherinnen kommen wegen Kunst und Kultur nach Berlin. Viele kommen natürlich wegen den etablierten Einrichtungen, wegen Theater, Opern, auch wegen den Museen. Aber wirklich ein großer Teil kommt wegen der freien Szene, die in Berlin enorm lebendig ist und sich in den letzten Jahren enorm entwickelt hat. Die Anziehungskraft, die Berlin gerade auf Künstler ausübt, entsteht aus einem Zusammenspiel von historischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Faktoren. Ein wichtiger Aspekt, der die Stadt so attraktiv macht, ist zudem der Austausch von Kulturschaffenden verschiedenster Bereiche. Weil viele da waren, sind noch mehr dazugekommen, weil man immer mehr auch in allen Gesprächsbereichen und auch transdisziplinär immer wieder Sparringpartner, Gesprächspartner, Künstler gefunden hat, wo der eigene Diskurs dann weitergegangen ist. Und ich glaube, das ist der Grund gewesen, weswegen Berlin so spannend geworden ist. Und trotzdem steht ein Thema für die Kulturschaffenden immer wieder ganz oben auf der Agenda: die Finanzierung. Zwar wird in Berlin schon mehr Geld für Kultur ausgegeben als in anderen Städten wie etwa Hamburg, ausreichend ist es aber nach wie vor nicht. Also man geht davon aus, dass das, was in Berlin investiert wird in die Kultur, und das sind in diesem Haushaltsjahr 366 Millionen Euro, allein durch den Landeshaushalt, wenn ich die Bezirke hinzunehme, sind wir bei etwa 500 Millionen, ja, roundabout, und noch weitere 400 Millionen, die der Bund investiert in Berlin. Also wir sind bei 900 Millionen in etwa. Und man sagt, dass allein dieser Kulturtourismus Einnahmen generiert, die weit über 1,8 Milliarden Euro liegen pro Jahr. Dies bestätigt somit die Aussage, dass Kultur auch ein enorm wichtiger Faktor für die Berliner Wirtschaft ist. Die Gelder werden zum großen Teil an prestigeträchtige Einrichtungen wie das Renaissance-Theater oder den Friedrichstadtpalast ausgeschüttet. Für die Kleinen bleibt wenig übrig. Der Gesamtanteil, der vom Berliner Haushalt für Kultur aufgebracht wird, ist also immer noch zu gering. Der Großteil fließt einfach in die etablierten Institutionen, also in die Museen, in Theater, in die Opernhäuser. 95% des Kulturhaushaltes ist dadurch gebunden und nur 5% steht für freie Gruppen, für die freien Kunst- und Kulturschaffenden zur Verfügung. Und da hängt das Verhältnis relativ schief. Um mehr Geld für die Kulturförderung bereitzustellen, steht bereits seit letztem Jahr die Einführung der sogenannten City Tax zur Debatte, die in einigen anderen Städten bereits Usus ist. Hierbei handelt es sich um eine Art Bettensteuer für Touristen. Die Idee dahinter ist, dass jede private Hotelübernachtung mit einem bestimmten Satz besteuert wird. Das so zusätzlich eingenommene Geld würde dann zu einem gewissen Prozentsatz in die Förderung von Kultur und speziell der freien Szene fließen. Interessanterweise ist das wahrscheinlich eine der wenigen Steuern, die bei den Besteuerten, also bei den Touristen, auf überhaupt gar keinen Widerspruch stößt. Die sagen, wieso, das ist in New York so, das ist in Amsterdam so, das ist bei uns zu Hause so. Das ist doch völlig in Ordnung, wenn man das hier auch macht.
Interessanterweise ist hier das Problem, dass teils in der Politik, aber teils auch in dem Hotelgewerbe, dass die einfach sagen, warum sollen wir das machen und wieso soll diese Steuer erhoben werden? Das schadet unserem Geschäft. Leider konnten wir aus zeitlichen Gründen keinen Sprecher der DEHOGE oder von Visit Berlin für eine Stellungnahme gewinnen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint die City Tax die einzige realistische Lösung für die finanziellen Probleme der Kulturlandschaft Berlins zu sein. Die Diskussionen in Politik und Wirtschaft werden aber vermutlich noch eine ganze Weile andauern. Einen Konsens hat man hier noch lange nicht erreicht. Ja, und um heute herauszufinden, inwiefern dieser Konsens vielleicht vorangeschritten ist, haben wir Studiogäste eingeladen, mit denen wir diskutieren wollen. Zu meiner Rechten sitzt Frau Sabine Burg. Frau Burg ist Bezirksverordnete der SPD-Fraktion in Reinickendorf und Vorsitzende des Kulturausschusses und kann uns heute vielleicht einen kleinen Einblick in die politische Lage verschaffen. Der Herr in der Runde ist der Sprecher der Freien Szene, Christoph Knoch. Herr Knoch hat als Kulturmanager schon Projekte deutschlandweit begleitet und unter anderem auch mit Christoph Schlingensief an einem Operndorf in Burkina Faso gearbeitet. Legen wir doch gleich mit Ihnen los, Herr Knoche. Wir haben jetzt ja gesehen, es gibt in Berlin sowohl große Einrichtungen als auch kleine Projekte. Da haben Sie auch teilweise schon überall Ihre Hände mit im Spiel gehabt. Vielleicht können Sie trotzdem für uns noch einmal kurz zusammenfassen, was vor allem Berlin, also die Hauptstadtregion, kulturell ausmacht. Also zunächst sollten wir vielleicht nicht von Kultur und Kohle sprechen, sondern von Kunst und Kohle, denn es geht darum Kunst, also es geht nicht um eine Esskultur oder eine Kleidungskultur, sondern es geht tatsächlich um Kunstproduktion. Und in dem Bereich der Kunstproduktion ist Berlin in den letzten 10, 15 Jahren weltweit, hat das quasi eine Spitzenposition eingenommen, so wie Paris in den 40er oder 50er und London in den 60er und 70er, New York in den 80er und 90er, ist jetzt der Hotspot der Kunst weltweit gesehen auf Berlin. Wir haben hier dadurch eine ganz, ganz große Anzahl von Künstlern, die sehr, sehr dicht und sehr viel miteinander arbeiten und die deswegen auch diese Qualität der Kunstproduktion zusammenbekommen. Wir möchten jetzt gerne ein kleines Beispiel aus Berlin zeigen, bevor wir dann nachher mit Frau Burg sprechen werden. Wir reden nämlich die ganze Zeit von dieser Vielfalt hier in Berlin und wir haben uns als Beispiel das Primetime-Theater im Berliner Wedding angeschaut, die mit ihren Vorstellungen Gutes Wedding, Schlechtes Wedding regelmäßig viele Besucher anlocken und die Macher haben sich eben zu ihrer problematischen Lage geäußert. Die Idee war eigentlich, bei den ganzen Formaten, die wir gemacht haben, ja eigentlich fernab zu gehen von dem klassischen Theaterprogramm, weil ja auch die kleinen Theater oft in die gleiche Kerbe schlagen wie die Staatstheater, also zwar experimentell sind, aber so eigentlich die Affinität zum Fernsehen, was wir beide haben, zu Fernsehen, zu Filmformaten, haben wir nirgendwo wiedergefunden. Das Publikum, was wir ansprechen wollten, nämlich so gut wie 90% der Leute, die eben sonst eher nicht so ins Theater gehen, gucken eher Fernsehen oder Kino. Und deswegen war die Idee, eben ein Format zu nehmen, was man einfach kennt und mag. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von Friends oder How I Met Your Mother oder so, Fernsehsitcoms einfach. Und das eben auf die Bühne zu transportieren. Also das ist das Beste aus beiden Welten eigentlich. Herzlich willkommen. Ich nachladen. Wie immer eigentlich, oder? Ja. Wir sind immer gewachsen an dem Prozess. Je größer geworden sind, desto mehr haben wir einfach Ahnung dazu bekommen, worauf man achten muss. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass dadurch das, was wir machen, einfach eine Popularität durch alle Bevölkerungsschichten hindurch hat, hat uns niemand Steine in den Weg gelegt. Also das Einzige, womit wir wirklich Schwierigkeiten haben, ist, oder was wirklich schwierig ist, ist, dass wir einfach keine Finanzierung oder keine Kofinanzierung vom Senat bekommen, also vom Berliner Senat bekommen. Das sind die Steine, die uns in den Weg gelegt werden, weil wir wollen uns weiterentwickeln, wir haben tolle Ideen, wir wollen Stücke machen, die auch fernab vom GBSW gehen, um uns einfach weiterzuentwickeln. Und dafür ist null Potenzial da. Also die Schwierigkeiten sind wirklich Stiftungen, die uns nicht fördern, der politische Wille, der momentan gerade entsteht, aber der einfach noch nicht so hundertprozentig da ist. Also zu sehen, dass die Arbeit, die wir hier machen, wirklich eine große Arbeit ist und dadurch, dass es halt populär ist und dass es Komödie ist, damit ecken wir halt immer wieder an. Und damit haben wir in allen Foren immer wieder angeeckt. Wir finanzieren uns nur durch Einnahmen, die wir haben aus der Kantine, aus der Bar, aber eben auch aus den Eintrittsgeldern. Also das ist eine 100% Selbstfinanzierung. Ne, ob wir davon leben können, kann ich eigentlich nur so beantworten, es reicht gerade so. Also es gibt Phasen, wo ich jetzt letztendlich einen Kredit aufnehmen muss, damit ich die Gehälter finanzieren kann. Es gibt Phasen, die gut laufen, aber es gibt halt einfach auch wenig Spielraum nach oben, weil wenn voll ist, ist voll. Also die Eintrittspreise wollen wir nicht erhöhen. Es reicht so, aber es gibt auch Phasen, wo es nicht reicht und dann muss ich halt querfinanzieren. Also auf die lange Sicht, deswegen ist auch die Unterstützung vom Senat unheimlich notwendig, dass wir irgendwo eine Sicherheit, irgendwo einen Puffer haben.
wo wir sagen, wenn jetzt mal jemand krank ist, wenn wir mal sagen, wir müssen halt mal eine Woche schließen, dass das irgendwo aufgefangen werden kann. Das geht. Und wo andere wirklich 80% Spielraum haben, 90% haben wir null. Und das finde ich einfach schlecht. Also, ja, in der Zukunft soll es so weitergehen, dass, also mein großer Traum ist wirklich, das Ganze ins Fernsehen zu bringen. Da bin ich auch ganz konkret in sehr, sehr guten Verhandlungen, Daumen drücken, dass das, was wird, wirklich als Fernseh-Sitcom, weil es fehlt, glaube ich, in der deutschen Fernsehlandschaft eine richtig gute Fernseh-Sitcom, basierend eben auf GWSW. Da bin ich dran und dann wird es auch verschiedene Theater-Spin-Offs geben, auch in anderen Städten. Wenn politische Entscheidungsträger diesen Film irgendwann in die Hände bekommen, nochmal wirklich herkommen und mal überlegen, was wir hier machen und dass wir eben unabhängig von politischen Klientel arbeiten. Das ist ja unser Problem, es kommen ja alle zu uns. Damit ist es nicht eine politische Zielgruppe im Gegensatz zu anderen Theatern. Und da einfach mal zu sagen, okay, als Kulturpolitiker oder Haushaltspolitiker muss ich auch mal diese ganzen Fraktionskram und diese ganzen Sachen einfach mal hinter mir lassen und sagen, Mensch, da gehen die Leute hin, also muss ich das auch irgendwie fördern und uns die Chance geben, und das ist eigentlich der Punkt, uns die Chance geben, dass wir das noch viele Jahre weitermachen können. Ohne das wird es einfach nicht gehen. Also ich bin offen. Ja. Ja, ein schöner Beitrag über das Primetime-Theater im Berliner Wedding. Wir sehen, das ist bei Zuschauern jung wie alt sehr beliebt. Frau Burg, können Sie sich vorstellen, warum dieses Theater und auch viele andere kleine Theater, die ja sehr viele Zuschauer haben, keine Unterstützung vom Senat bekommen? Ich bin leider Gottes nicht im Senat ansässig und kann da Einfluss nehmen. Aber ich denke, dass das gerade durch die Citytex ja jetzt abgeglichen werden soll. Ich denke schon, dass dem Abgeordnetenhaus, den Abgeordneten bekannt ist, wie wichtig diese alternative Szene überhaupt für Berliner Kultur ist und dass es auch ein großer Magnet ist, auch für sehr viele junge Leute, die in die Stadt kommen, und dass da etwas passieren muss. Ich in meiner Funktion kann da aber leider überhaupt nicht mit dran drehen. Das geht dann nur über die Parteien, und da sind das sicherlich alle Parteien, die das auch erkannt haben, dass da etwas geschehen muss. Aber Sie bekommen ja sicherlich auch viele emotionale Debatten mit. Herr Knoch, warum glauben Sie, wehren sich so viele noch gegen die Citytex? Weil Sie sagten ja schon in Ihrem Beitrag eben, eigentlich ist das etwas, was relativ leicht auch gemacht werden könnte. Wo hakt es da? Ja, Citytex, also das ist jetzt ein kompliziertes Thema, wie alles, was mit Geld zu tun hat. Citytex ist eine Steuer. Steuer darf gesetzlich gesehen nicht zweckgebunden erhoben werden. Deswegen wird die Steuer ist immer auf der Einnahmeseite da, das heißt, der Finanzminister nimmt das Geld ein und dann ist das im Haushalt. So, dann ist das erstmal da im Allgemeinhaushalt. Und dann muss nochmal auf der Ausgabenseite, das wäre, und das ist unser Vorschlag, im Kulturhaushalt ein Ausgabeposten geschaffen werden, wo dieses Geld wieder ausgegeben werden soll. Und da ist unsere Forderung danach, eben 50% in die freie Szene zu schicken. Das Problem ist, dass die Citytex ja von niemandem erhoben werden muss. Eine normale Steuer wird vom Finanzamt erhoben. So, und die Citytex wird in dem Fall von den Hotels erhoben. Jetzt ist es aber so, dass die Citytex, so wie sie gemacht worden ist, überm Strich steht. Das heißt, man hat einen Hotelpreis, da ist die Citytex drin. Jetzt kommt was komplett Absurdes. Auf die Citytex, auf den gesamten Hotelpreis, wird nochmal Mehrwertsteuer erhoben. Das heißt, man erhebt Mehrwertsteuer auf eine Steuer auf die Citytex. Und da sagt die Hotellobby einfach, wenn das so kompliziert ist und so ein Quatsch ist und so sicher vor Gerichten nicht standhaben wird, dann sind wir damit nicht einverstanden. Grundsätzlich wären sie einverstanden, aber es ist handwerklich viel zu schlecht gemacht, leider. In anderen Städten läuft das also besser, würden Sie sagen, im Ausland? Im Ausland ja. Das sind allerdings auch andere gesetzliche Rahmenbedingungen als in Deutschland. In Deutschland läuft das mit der Citytex in Weimar an, in Hamburg ganz gut, in Köln ist es genauso schlecht gemacht worden wie in Berlin. Und das, was wir kennen, das ist die Kurtaxe, die schon seit dem 13. Jahrhundert perfekt läuft. Genau. Ja. Ja, das ist, denke ich mal, eine sehr emotionale Debatte, die wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weitergeführt wird. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber wenn wir über Kultur reden, sprechen wir oft über die Erwachsenenkultur und eben auch die Sachen wie Theater, Opern, die eben viele Erwachsene vor allem gehen und dafür Geld ausgeben. Wir haben uns jetzt mal etwas mehr um die Jugendlichen gekümmert in dem nächsten Beitrag und haben uns gefragt, inwiefern diese Vielfalt, diese kulturelle Vielfalt in Berlin eben auch weiterhin auftaucht. Wir haben uns da zwei extreme Projekte eingeguckt. Einmal das Barbie-Haus, das vor ein paar wenigen Wochen am Alexanderplatz mit vielen Protesten eröffnet wurde. Und zum anderen den Jugendclub Tube. Und wir stellen jetzt die Frage, inwiefern die beiden eben einen großen Kontrast darstellen. Musik.
Diese pinke Glitzerwelt hinter mir steht am Alexanderplatz und es sind 2500 Quadratmeter, die junge und auch ältere Mädchenherzen einfach höher schlagen lassen. Sich einmal wie die begehrteste und hübscheste Blondine der Welt fühlen. Vom begehbaren Kleiderschrank über tausende von High Heels und eine große Cupcake-Küche. Es ist einfach alles dabei. Trotz der Euphorie der Macher haben zahlreiche Aktivisten die Eröffnung des Barbie-Hauses genutzt, um das überhöhte Rollenbild zu kritisieren, das durch die Barbie-Figur vermittelt wird. Es sei antifeministisch und führe dazu, dass sich immer mehr Mädchen in ihrem Körper unwohl fühlen. Ja, also ich war jetzt nicht so berauschend. Es war ganz nett, aber 15 Euro fand ich nun ganz schön happig. Was erwarten Sie denn von dem pinken Kasten hinter uns? Ja, ich erwarte hauptsächlich, dass es meiner Tochter hoffentlich gefällt. Und mögt ihr Barbie sehr gerne? Ja! Sie waren gerade im Barbie-Haus, aber Sie sind auch gleich wieder umgekehrt, haben Sie gesagt. Warum denn? Das war ein bisschen zu teuer für uns. Marketingchef Christoph Rahofe findet die Proteste unnötig. Das Barbie-Haus sei als Erlebniswelt gedacht und keine edukative Ausstellung. Es gebe nicht den Anspruch, eine tiefgreifende Message zu transportieren. Sollten Kinder, die die Ausstellung besuchen, unreflektiert das Schönheitsideal von Barbie übernehmen, seien deren Eltern in der Verantwortung. Kultur ist ein unheimlich weites Feld, also nach meiner Auffassung. Und ja, es ist so eine eigene, spezielle Kultur vielleicht, ne? So, die sich so eine ganz moderne, die sich so in eigener Regie entwickelt sozusagen. Das Barbie-Haus vermittelt den Charakter einer interaktiven Ausstellung. Kindern und Jugendlichen wird dort ein Angebot gemacht, Kultur zu erleben. Hinter dem Barbie-Haus steht ein finanzstarker Investor. Doch wie sehen die Alternativen für Kinder aus, die in Berlin Kultur erleben wollen? Das hätte Freud mal erfinden sollen, aber daran hat er natürlich mal wieder nicht gedacht. Dankeschön. Mein Name ist Olaf Stürzebecher, ich bin hier der leitende Sozialpädagoge und ich arbeite hier. Also in erster Linie bieten wir den Kindern Ansprechpartner für möglichst alle Lebenslagen, in denen sie so stecken. Alles, was wir tun, soll dem Jugendlichen oder dem Kind dienen. Darüber hinaus haben wir unten in unserem Kellerbereich die Möglichkeit, dass sie selbstständig im Tonstudio sich Sachen aufnehmen, ihre ersten CD-Gehversuche machen, also ihre eigenen Tracks machen, Instrumente ausprobieren können. Sie können bei uns Gitarrenunterricht nehmen, sie können unsere Kletterwand nutzen, sie können selber Veranstaltungen machen, also Discos. Wir haben einen Poetry Slam, der hier sehr gut läuft, und eine Rap-Veranstaltung. Tatsächlich kann man es auch übertreiben, mit, also Sachen mit Geld zu regulieren. Aber natürlich ist es schöner, wenn man nicht über jede Kochaktion und jede Graffiti-Aktion immer so weit in sich gehen muss und jeden Cent umdrehen muss, ob man das überhaupt machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn die Kinder und Jugendlichen ein originäres Interesse für irgendwas haben und sagen, das möchte ich gern machen, dann nicht sofort zu sagen, na klar, was kostet es und wir schmeißen das raus. Ne? Das muss ich die Waage halten. Aber das trauen wir uns schon zu steuern, wenn wir die finanziellen Mittel hätten, um das auch etwas großflächiger zu machen, was sie sich wünschen. Das Tube versucht mit einem weit gefächerten Freizeitprogramm Kindern Platz für eine freie Entwicklung zu bieten, meist kostenlos. Das Barbiehaus verlangt nicht nur einen hohen Eintrittspreis, sondern hinterlässt bei mir auch einen faden Beigeschmack. Zu sehr drängt sich das Bild von einer Promoaktion mit kulturellem Anschein auf. Am Ende stellt sich mir die Frage, braucht Jugendkultur wirklich Kohle oder sollte man ihr den Freiraum lassen? Ja, Promoaktion versus ein freies Angebot im Tube für Jugendliche und Kinder. Da fragt man sich doch wirklich, wo da die Prioritäten gesetzt werden sollten. Frau Burg, wird im Barbiehaus, was sagen Sie, mit viel Geld eben Einfluss auf die kulturelle Denke von Kindern genommen? Das ist ja schon fast ein musealer Charakter mit Eintritt und einem extra Bau. Also das ist für mich reiner Kommerz, reine Kommerzkultur und hat eigentlich unter dem Oberbegriff Kultur nichts zu tun. Also Kultur würde ich anders definieren. Und das Gegenbeispiel, was Sie gezeigt haben, dieser Jugendclub, das geht schon eher in diesen Bereich, was mich dann auch im Bezirk wieder eher betrifft. Das ist eigentlich die Jugendarbeit überhaupt. Und da kann ich nur sagen, in Reinickendorf haben wir da ein sehr gutes Beispiel. Wir haben da das Atrium, die Jugendkunstschule. Und da wird für meine Begriffe eine wirklich sehr gute Jugendkultur gepflegt, angeleitet, erarbeitet von den jugendlichen Kindern und Jugendlichen.
Das geht von Streetdance über Theaterspiel, Schauspiel, Mimik, Tanz, alles Mögliche, Musik, sehr viel Musik. Also das ist für mich etwas, was Jugendliche anspricht, wo sie sich selbst erleben können, selbst definieren können, selbst ihr Selbstwertgefühl entwickeln können, was für mich viel wichtiger ist als so ein Kommerz. Gut, wenn das 4-5-Jährige mal im Barbie-Haus besuchen und die Eltern auch wissen, was sie dagegen tun müssen, dann ist das okay, aber ansonsten ist das für mich kein Kulturbegriff. Also. Sie haben schon gerade genickt und zugestimmt. Was erleben Sie denn? Ich meine, die Jugendlichen, die Kinder von heute sind ja die Kunst- und Kulturschaffenden von morgen. Wie viel Geld wird da investiert und inwiefern grenzt sich das eben auch von der etwas älteren freien Szene ab, die Jugendkulturförderung? Also ich meine, erstmal nochmal, diese Barbie-Hausgeschichte ist, wie gesagt, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, es ist definitiv kein Kunstbetrieb. Also die Kulturförderung ist in Berlin leider Gottes in sehr, sehr schlechtem Zustand. Zum Beispiel die ganzen Musikschulen, die eigentlich die klassische Weise die ganze Grundlagenarbeit gemacht haben, wo in den Schulen sehr früh schon Instrumente, musikalischer Unterricht gebracht wird, schließen alle, werden mit Volkshochschulen zusammengelegt, Musikschullehrer werden katastrophal schlecht bezahlt, also haben eine hoch anspruchsvolle Ausbildung und verdienen dann, wenn sie Glück haben, an den Musikhochschulen als Honorarkräfte, sind nicht mehr fest angestellt, 25 Euro in der Stunde. Und da sind eben Sachen, die natürlich solche wie das Atrium, solche Zentren sind sehr, sehr wichtig. Aber wir sehen das in den ganzen anderen Einrichtungen, auch in der Öffnung, in der Verbindung dieser verschiedenen Einrichtungen einfach noch zu wenig passiert. Und die Offenheit dafür, also wie gerade zum Beispiel dieses Tube ist ein wunderbares Beispiel, von dort aus in einen Ort wie zum Beispiel den Sophiensälen oder sogar zum Hau ist es viel, viel näher als man denkt. Deswegen sind solche Orte unglaublich wichtig. Wenn sie nicht mehr da sind, wie verarmen denn dann die ganzen Bezirke und wie verarmen die ganze Gegend? Was ist denn dann überhaupt noch, in welcher Leben, also in welcher Gesellschaft leben wir denn dann überhaupt? Vor allem bei Musik ist es ja tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass daraus eben eine ganz große Bildung nachher entsteht. Ja. Wie gesagt, wir haben hier Musik, wir haben Museen und wir möchten uns jetzt aber einmal ein konkretes Kunstprojekt anschauen. In dem nächsten Beitrag geht es um die Street-Art-Kultur hier in Berlin. Seit Jahren strömen Künstler aus der ganzen Welt nach Berlin, besonders im Graffiti-Bereich. Und da hat sich eine ganze Szene entwickelt. Die Frage ist aber, inwiefern findet das im Untergrund statt, inwiefern hat das eine offizielle Plattform und gibt es überhaupt noch Platz und Flächen für die Zukunft hier in Berlin? Berlin, eine Stadt der Kunst, geprägt durch zahlreiche Museen und Denkmäler. Aber dies ist noch längst nicht alles. Eine zum größten Teil illegale Kunst erobert Berlin und wird zu einem Teil der Kultur, der nicht mehr wegzudenken ist und in der sich Menschen auf eine ganz besondere Weise ausdrücken. Das ist eine Kunst, die Leute benutzen die Form einfach wie in anderen Künsten, in Malen mit Farben. Und das ist so eine Art der Schaffung, die für mich auf jeden Fall zur Kultur dazu zählt, weil ich Graffiti als Kunst an mir. Graffiti ist ein Kulturgut, definitiv. Die jungen Leute drücken sich in einer Kunstform aus, die einfach teilweise wirklich genial ist. Da tauchen ab und an dann wirkliche Künstler auf, die mittlerweile auch richtig Geld verdienen. Ich glaube, dass Graffiti eigentlich eine extrem unkommerzielle Kunst ist. Und die Leute, die wirklich gesponsert werden, beziehungsweise Aufträge malen, so was ich mitbekomme, die haben es dann in der Regel verdient. Im Gegensatz zur freien Kultur steht die Reinigung von Graffiti-beschmutzten Flächen. Hierbei handelt es sich weniger um Kunst, sondern vielmehr um eine Verschmutzung von Privateigentum. Doch was war die grundlegende Idee für die Gründung einer Reinigungsfirma wie Graffiti Frei? Geld verdient. Ich habe einfach nach einer Geschäftsidee gesucht, die lukrativ ist. Und da fiel mir diese Graffiti-Entfernungsgeschichte auf. Und da dieses Thema Graffiti eine solche ist, die seit, weiß ich, 20, 25 Jahren existiert und nie aufhören wird, bin ich absolut überzeugt davon, ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte gewesen. Die andere Seite ist halt, dass eben, wenn ein neu gebautes Haus von Graffiti beschmiert wird, es sehr ärgerlich ist, irgendwelche bösartige Sprüche noch ärgerlicher sind oder dann eben sogar irgendwelche Nazi-Symbole natürlich auch verboten sind. Doch wie viel kostet die Entfernung von großflächigen Graffitis? Ich
fangen mit einer Einsatzpauschale von 150 Euro an. Das bedeutet also, unter 150 Euro fahren wir überhaupt nicht vom Hof. Und die Serviceverträge, so 500 bis 600 Euro im Jahr, da kommt es eben auf die Fläche an, pro Vertrag. Und dann, naja, um so eine Fläche zu sanieren, da sind wir dann ganz leicht bei 2.500, 6.000, 8.000, 12.000 Euro teilweise. Durch diese öffentliche Arbeit, durch diese Projekte und Aufträge bekommt Graffiti dann auch einen Stellenwert in der Gesellschaft. Und das sehe ich nicht unbedingt als negativen Prozess an. Graffiti wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als Teil der Kunst und Kultur bestehen bleiben. Denn solange freie Flächen zur Verfügung stehen, wird es auch Graffitis geben. Ja, das ist wirklich interessant, wer da an dem Graffiti, an der Graffiti-Kunst schließlich verdient, ob das die Künstler sind oder eben die, die das dann wieder sauber machen. Ich weiß es nicht, Frau Burg, in Reinickendorf sind wahrscheinlich nicht ganz so viele Graffitis wie vielleicht in Kreuzberg oder Friedrichshain vorhanden. Aber was ich an der Debatte schön finde, ist die Frage, was kategorisieren wir wirklich unter Kultur und Kunst ein? Also inwiefern stehen Sie auch persönlich immer wieder vor dieser Frage, was ist Kultur und was ist dann eben auch eventuell förderungswürdig und was nicht? Ist da selbstverständlich eine schwierige Frage und sehr individuell zu entscheiden. Ich stamme noch aus der Zeit, wo man sagte, schade, dass Beton nicht brennt. Also insofern freue ich mich, wenn ich mal mit der S-Bahn fahre und ich sehe eher statt grauer Betonflächen bemalte Betonflächen. Diese einzelnen Texte, die sind mitunter sehr lästig, wenn ich einen Fahrplan lesen will an einer Haltestelle und das ist übersprüht und ich weiß nicht, wann der Bus fährt, ärgere ich mich darüber. Ich kann nur sagen, in Reinickendorf, unser bürgerlicher Bezirk, haben wir immer wieder versucht, auch an die Wohnungsbaugesellschaften ranzutreten und zu sagen, wo habt ihr große freie Flächen, wo sind Wände, die wir Jugendlichen in Verbindung mit Künstlern als Projekt zur Verfügung stellen können, damit die schön gestaltet werden. Weil wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn Jugendlichen ihre Flächen selbst gestalten, dass dann auch hinterher nichts beschmiert wird. Die bleiben dann auch so und dann ist es wirklich eine Bereicherung für Stadtbild. Also ich selbst stehe dem eher offen gegenüber. Auch bei dieser Beseitigungsfirma habe ich so meine gewissen Bedenken. Okay, manches ist auch wirklich hässlich und sollte beseitigt werden, da wo es wirklich störend ist. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine Entwicklung der Jugendgesellschaft, die damit auch auf irgendwas reagiert. Und da müssen sich natürlich Politiker auch fragen, was ist das, was steckt wirklich dahinter? Es ist ja nicht einer, der hier wie ein Wahnsinniger durch die Stadt läuft, sondern das ist ein Ausdruck von Jugendkultur. Und dem muss man sich stellen. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage an Herrn Knoch, als Sprecher der freien Szene. Es gibt tatsächlich mittlerweile Graffiti-Künstler, die Geld verdienen, dadurch, dass sie vielleicht Poster verkaufen oder T-Shirts oder gewisse Labels haben. Banksy, da werden teilweise Wände abgerissen, um die dann zu verkaufen. Wenn diese freie Kunst oder diese Kunst verkauft wird, ist das dann überhaupt noch freie Kunst? Ist das eine schwierige Waage? Das ist eigentlich einfacher zu beantworten, als man denkt. Als freie Szene wird alles bezeichnet, was nicht institutionell gefördert wird. Institutionell gefördert werden die Opern, werden die Theater und die Museen. Alle anderen Künstler, wenn sie Geld bekommen, müssen das in Projektmittel, in Spielstättenförderungen oder in Konzeptförderungen beantragen. Das heißt, das endet nach ein paar Jahren oder nach einer kurzen Zeit oder nach dem Projekt wieder und dann muss man das erneut beantragen. Eine Oper muss das nicht wieder, die bekommen das automatisch. Ein Theater bekommt das auch automatisch und ein Museum genauso. Das ist der Unterschied. Also institutionell geförderte und nicht institutionell geförderte, also freie Kunst. Das ist der Unterschied, den man macht. Ob das wirtschaftlich ist, ob man damit Geld verdienen kann. Ich wünsche jedem Künstler, dass er damit Geld verdienen kann. Das wäre ja großartig. Aber das ist nicht was, was jemand strukturell aus der freien Szene nun ausscheiden lassen würde. Ich finde diese Frage, wie, das können wir ja als Metapher schon fast sehen. Sie hatten gesagt, es ist eine freie Wand, die gestaltet wird von den Jugendlichen. Freie Kunst ist etwas, was eben nicht institutionell geschieht. Inwiefern muss eben auch Freiheit da sein, gerade für junge Menschen, um sich kulturell zu entfalten und das, was dann vielleicht eben durch die Institutionen beschränkt werden würde? Vielleicht nochmal die Frage an Sie, Herr Knoch. Also Berlin hat diesen weltweiten Status bekommen aufgrund dieser historischen Hypothek. Nachdem die Mauer gefallen ist, ist plötzlich unglaublich viel Raum da gewesen. Man konnte von sehr, sehr günstigen Mieten und auch von günstigen Ateliermieten leben. Und dann ist Berlin hier als Kunststadt tatsächlich international zur Nummer 1 geworden. Also Raum, Freiraum ist eine essentielle Voraussetzung dafür, dass Kunst sich entfalten kann und dass eine Gesellschaft lebenswert bleibt. Das ist eigentlich schon ein schönes Abschlussstatement. Wir haben jetzt in unserem kleinen Wohnzimmer eigentlich den Schluss erreicht und wir möchten jetzt gerne nochmal, ich hätte gerne von Ihnen nochmal zwei kurze Abschlussstatements. Vielleicht fangen wir mit Frau Burg an. Was würden Sie sich wünschen für die nächsten Jahre? Ich weiß, Sie haben vielleicht jetzt keine tatsächliche Handlungsgewalt, aber was würden Sie sich vielleicht auch für Kindeskinder in Berlin wünschen, was da vor allem geschehen muss in Frage Kultur und Förderung, Kunst und Kohle?
Ja, natürlich eine gesunde finanzielle Ausstattung, aber das betrifft nicht nur die Kulturszene, sondern alles darum herum. Also gerade für Jugendliche ist eben wichtig dieser ganze soziale Bereich, der Arbeitsmarktbereich, denn freie Künstler können auch nur dann existieren, wenn es andere gibt, die ihre Kunst genießen können. Das heißt, es muss auch eine gesunde Basis da sein. Die Leute müssen Ausbildung haben, einen Job haben. Auch dann haben sie Muße und das Geld dafür, sich der kreativen Kunst zuzuwenden. Also das ist noch eine Grundvoraussetzung, die wirklich sein muss. Und ansonsten dann natürlich Freiheit für die Kultur. Alles klar, danke schön. Ich glaube, wir müssen Herrn Knoch jetzt leider lassen. Dabei hatte er eben schon ein sehr schönes Abschlussstatement. Ich würde von meiner Seite sagen, es ist vor allem, glaube ich, wichtig, dass sich alle Schichten und auch jenseits von finanzieller Möglichkeit Leute Kultur leisten können, aber eben auch selber kreative Ideen vielleicht gerade hier in Berlin dazu schaffen. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder dabei sind. Dankeschön.